Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut da draußen, auch nach der aktuellen Lage, was wir gerade durchmachen müssen. Ich will jetzt darüber auch gar nicht sprechen, weil es gibt auf Instagram und auf YouTube so viele Stories, so viele Videos dazu und ich will jetzt darüber nicht weiter mit euch sprechen, sondern ihr wisst, was aktuell bei uns los ist in ganz Deutschland. Ich will euch trotzdem mit neuen Content bzw. mit neuen Videos versorgen und heute, ihr habt es wahrscheinlich im Titel eh schon gelesen, heute geht es um meinen DJ-Controller. Und zwar habe ich festgestellt, obwohl ich das selber nicht wusste, es gibt für DJ-Controller, zumindest von Pioneer, regelmäßige Updates und ich habe gesehen, es gibt ein neues Update für genau diesen DJ-Controller, den ich habe. Das heißt, wir werden heute zusammen das neue Update auf den Controller draufladen und wie das Ganze funktioniert, werde ich euch heute zeigen. Bevor wir damit aber starten, Freunde, es gibt wieder ein kleines Update über mein Studio. Und zwar hier den Bereich kennt ihr ja schon, also hier ist ja mein Producer-Bereich. Ich habe die Softbox jetzt hinter meinen Tisch gestellt, das heißt, ich habe den Tisch ein Stück nach vorne geschoben. Der Grund, ich wollte einfach die Softbox hinter meinem Setup bzw. hinter meinem Tisch haben für die kommenden Livestreams. Und weil wir gerade bei Livestreams sind, Freunde, ich habe mir Folgendes überlegt. Und zwar, ich werde jetzt wieder häufiger bzw. regelmäßiger auf Twitch streamen. Der größte Vorteil nämlich an Twitch ist, wir können zusammen Musik hören und zwar fast jede Musik, weil die GEMA und Twitch haben da irgendwie einen Sondervertrag und man hat nicht so Probleme wie auf YouTube. Die Leute, die in meinem letzten YouTube-Livestream dabei waren, haben sich halt immer wieder gefragt, warum ich nicht einfach mal meinen Remix im Livestream abspiele. Und das Problem ist einfach, Freunde, auf YouTube hat man einfach eingeschränkte, eingeschränkte Möglichkeiten und ich kann einfach keine originalen Songs, also keine Songs, die von mir sind, zumindest 90% davon, einfach so auf YouTube abspielen, sei es im Video oder im Livestream, weil ich einfach GEMA-Probleme bekomme und ich habe das damals schon gehabt. Ich habe aus Versehen in meinem ersten Livestream Musik abgespielt. 2 Minuten später wurde der Livestream schon beendet, weil ich gegen die Urheberrechte verstoßen habe, weil ich Songs abgespielt habe, wo ich keine Befugnis habe. Deswegen habe ich eine Bitte an euch, Freunde, falls ihr Bock habt, dass wir ein bisschen über Musik sprechen bzw. uns geile Mucke anhören, folgt mir gerne auf Twitch. Ich werde es auch regelmäßig jetzt auf Instagram ankündigen, wenn ich auf Twitch Livestream. Deswegen schaut gerne vorbei. Ich verlinke euch mal meinen Kanal unten in der Videobeschreibung und ich habe mir überlegt, auf Twitch werden wir zocken, also ein paar Games zocken, auf was wir Bock haben oder auf was ich Bock habe, Musik hören, über Musik reden und auf YouTube will ich einfach mit euch über ein paar Themen reden, also wenn ich auf YouTube Livestream, will ich einfach mit euch über ein paar Themen reden, wie in der aktuellen Situation, Festivalabsage, Konsequenzen für DJs und man bekommt keine Bookings mehr, also man wird nicht mehr gebucht. Das will ich halt eher so auf YouTube machen und auf Twitch halt wie gesagt Gaming und Musik hören. Ich will euch jetzt nicht länger zulabern, ich wollte euch einfach nur kurz zeigen, dass ich hier an meinem Producer-Setup einfach den Tisch ein bisschen nach vorne geschoben habe, die Softbox da hinten hingestellt habe, meine zweite Softbox jetzt für meinen DJ-Controller zur Verfügung steht, beziehungsweise ich hole mir wahrscheinlich noch ein paar Studiolichter und generell ein neues Licht, weil ihr seht schon, das ist das einzige Licht, was ich habe, wenn ich die Softbox nicht anmache. Und ich bin gerade auf der Suche, irgendwie so eine Deckenleuchte mitzuholen. Also falls sich jemand auskennt, was auch nicht kompliziert ist zum Anschließen, gerne kommentieren, Freunde. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal kurz, welches Update mein DJ-Controller aktuell hat. Und dann switchen wir an den PC, laden die neueste Software runter, beziehungsweise das neue Update, ziehen uns das auf meinen DJ-Controller und dann schauen wir mal, was sich verändert hat. Und ich würde sagen, let's go! Reinstes Chaos, ich weiß, wird sich auch noch ändern. Ich weiß nicht, ob ich den Tisch behalten soll oder irgendwo anders hinstellen soll. Hier habe ich meinen DJ-Controller angeschlossen. Und zwar würde ich sagen, wir stecken den jetzt mal aus. Hier ist meine DJ-Musik drauf von Recordbox. Falls ihr nochmal ein Video haben wollt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, wir starten jetzt das gute Stück mal und schauen einfach mal, welches Update bzw. welche Software ich zurzeit aktuell auf diesem Controller habe. Weil ich habe gehört, man soll es regelmäßig updaten und Pioneer ist da auch immer gut dabei, neue Updates rauszubringen. Und ich habe selber noch nie geschaut, beziehungsweise ich weiß nicht, wie man das rausfindet. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal auf
Info. So Leute, kurzer Cut. Ich musste gerade mal schauen, wie ich die Info rausfinde, welche aktuelle Software ich nutze. Und es war ein bisschen tricky, beziehungsweise ich dachte, ich drücke hier einfach ganz normal auf Menü, aber wie ihr seht, also ich habe jetzt keinen USB-Stick drin, funktioniert nichts. Wenn man länger bleibt, öffnet sich nämlich dieses Fenster. Und wenn wir jetzt mal runtergehen, müsste hier irgendwo stehen Version 1.3.1. Und aktuell gibt es aber, wie ich gesehen habe, Version 1.3.8. Das heißt, es wird Zeit, den DJ-Controller abzudaten. Ich habe keine Ahnung, was sich dadurch verbessert. Ich habe mir das jetzt nicht mal durchgelesen, sondern ich wollte euch einfach zeigen, wie man diesen Controller updaten kann. Zumindest gibt es auf der Pioneer-Seite, also Pioneer DJ, die ganzen Software-Links zum Runterladen, und zwar kostenlos. Und es gibt für zahlreiche Controller irgendwelche Updates oder Software-Updates. Ich packe euch, wie gesagt, die Links mal oder den Link von meinem DJ-Controller unten in die Videobeschreibung. Falls ihr einen anderen DJ-Controller von Pioneer habt, müsst ihr mal nachschauen, ob ihr da auch ein Update euch ziehen könnt. So, Freunde. Also, und zwar, ich habe jetzt gleich mal den Link aufgemacht, beziehungsweise meinen DJ-Controller schon rausgesucht. Den Link findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Und wie ihr sehen könnt, hier steht irgendwo fett, genau, hier steht mein DJ-Controller XDJ-RX2. Ich habe die zweite Generation. Und wenn wir jetzt hier mal ein bisschen nach unten gehen, beziehungsweise hier sehen wir es eigentlich schon, Download-Link 50,67 MB. Hier ist die Version, ich hatte ja 1.3.1. Jetzt gibt es 1.3.8, 27. Februar. Ich lade es jetzt einfach mal runter und dann warten wir ein paar Sekunden. Es ist eine ZIP-Datei und in dieser ZIP-Datei befindet sich eine UPD-Datei. Kenne ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich gesehen, wie das Ganze funktionieren soll. Und zwar, ihr braucht einen leeren USB-Stick. Ich weiß nicht, ob das klappt, wenn da schon Daten drauf sind. Eventuell muss ich den USB-Stick noch formatieren, damit mein DJ-Controller den auch erkennt. Und ich probiere es jetzt einfach mal so. Ich habe jetzt den Stick komplett leer gemacht. Hier sind zwar noch zwei versteckte Dateien, aber normalerweise müsste er leer sein. Ihr nehmt einfach diese UPD-Datei per Drag and Drop und zieht die einfach mal auf den USB-Stick. Jetzt werfe ich den USB-Stick aus. Und jetzt switchen wir wieder in die andere Perspektive, ab zum DJ-Controller, und ich hoffe, das klappt alles. So Leute, also wie gesagt, Datei ist jetzt auf dem Stick, der Stick war leer, ich habe die ganzen Daten gelöscht. Was ich euch noch kurz zeigen will, ich habe jetzt gestern, ich glaube, Alter, wie sehe ich denn schon wieder aus? Ich habe gestern, ich glaube 2 Stunden oder so, an meinem OBS-Programm ein bisschen rumgespielt und habe ein paar Settings eingestellt. Also Leute, jetzt mal ohne Witz, das sieht doch echt heftig aus. Hier habe ich den Chat für die kommenden Streams, das heißt, ich kann direkt über OBS mit euch chatten. Hier unten habe ich die Information, wie die Aktivität ist, wie viele Follower, wie viele Zuschauer, Statistik aktuell von meinem Account. Also ihr merkt schon, ich bin auf einem guten Weg, Freunde. Das Video ist heute schon wieder komplett weird, aber ich würde sagen, wir hauen das Update jetzt drauf. Wichtig, Freunde, Controller muss aus sein. Ihr nehmt jetzt den USB-Stick, wo die Datei drauf ist, und haut ihn in USB 1 rein, also da ist ja normalerweise der Stick drin für die Musik, und USB 2 nutze ich ja, um den Mix zum Beispiel aufzunehmen, und ich stecke den jetzt einfach mal rein. Ich weiß, hört sich ein bisschen komisch an. USB 1 ist drin, jetzt muss ich euch kurz abstellen, denn jetzt muss ich eine Funktion bzw. eine Tastenkombination drücken, damit der DJ-Controller automatisch das Update runterlädt bzw. aktualisiert. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich euch am besten wo abstelle. Ich weiß, das ist jetzt keine optimale Lösung bzw. optimale Aufnahme. Aber ich muss jetzt, Moment, das kann ich euch noch so kurz zeigen. Hier ist der Power-Button, hier hinten. Und wir müssen, beziehungsweise ich muss, bevor ich jetzt den Power-Button drücke, eine Tastenkombination, und zwar USB Stop and Reload Exit. Also die zwei Knöpfe gleichzeitig. Und dann drücke ich auf Power On, und dann müsste eigentlich automatisch der Controller das Update aktualisieren. Und passiert was, Freunde? 1.3.1, und jetzt aktualisiert es auf 1.3.8. Okay, was geht hier drüben ab? Wir haben es geschafft. Mein DJ-Controller ist gerade up to date. Turn to power off, genau. Also wieder ausmachen. Zack.
Alter, das Video ist heute komplett weird. Auf jeden Fall USB wieder raus, wo das Update drauf ist. USB wieder rein, wo die Musik drauf ist. Anmachen und USB 1. Meine Playlist, neuer Bounce Mix. Wenn ich den jetzt reinlade. Okay, alles wie beim alten, Freunde. Aber wir haben es geschafft. Update ist drauf. DJ Controller ist auf dem neuesten Stand. Und das war's eigentlich mit diesem Video. Ich weiß, chaotisch wie nochmal was. Aber Freunde, ich hoffe trotzdem, euch hat's gefallen. Ich werde jetzt echt wieder in Zukunft öfter solche Videos machen, beziehungsweise hier aus dem Studio, weil man ja aktuell nicht rausgehen kann. Und wie gesagt, Freunde, wenn ihr Bock auf Livestreams habt mit mir, beziehungsweise wenn ihr ein bisschen mit mir quatschen wollt, schaut gerne vorbei. Twitch-Account ist verlinkt, YouTube-Account müsstet ihr ja schon kennen. Falls ihr neu seid auf dem Kanal, gerne ein Abo da lassen und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, Freunde. Wir sehen uns zum nächsten Video. Wenn ihr noch Fragen oder sonstiges habt, ab in die Kommentare und macht Musik. Haltet euch auf jeden Fall an die Regeln, was wir zurzeit machen müssen. Das heißt, bleibt zu Hause. Ganz wichtig, Freunde. Und genau, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und...